Ich war unterwegs mit Freund Blase, wie Sebastian ihn nennt, und ich nenne ihn Zwergnase. Da sind doch letzte Woche zwei junge Kohlmeisen-Nestlinge aus ihrem Heim geflogen und lagen tot vor unserem Eingangspodest. Und Montagabend hatte Plüschkopf einfach nur Glück, dass ich rechtzeitig um die Ecke bog. Es scheint in meinen gesamten Videos immer nur um Krankenhaus und Arztbesuche und Diagnosen und Anamnesen zu gehen. Es ist wirklich schon ganz schön dröch. Nun ja, vielleicht mal wieder etwas Psychologisches von meiner Dachschadenfront. Als ich den kleinen Wichter auf dem Boden liegen sah und mit meinen verkrüppelten Händen verzweifelt versuchte aufzuheben, verwandelte ich mich in mein inneres Kind, in die 7-, 6-Jährige, die damals die kleine Amsel in ihren Händen im Mairegen unter dem Fliederbusch sterben gesehen hat. Und ich weinte kindliche, bitterliche Tränen und flehte den kleinen Wicht an. Bitte stirb mir nicht. Tu mir den Gefallen. Heute habe ich das noch ein bisschen weiter auseinandergenommen. Bei dem Gedanken, wie unschuldig so ein kleines Wesen ist. So unbedarft. Kennt nun nichts Böses. Kennt das Böse der Welt noch nicht. Und hätte wahrscheinlich der Katze noch sein wackeliges Köpfchen entgegengestreckt. In Erwartung, dass ihm was Gutes getan wird, sein kleines Bäuchlein gefüllt würde. Und die Katze hätte hab ihm den Kopf abgebissen. Finde ich grauenvoll. Und natürlich, ja, ich identifiziere mich. Obwohl ich noch nicht konkret die Verknüpfung zu meinem inneren Kind, zu mir als Kind herstellen kann. Aber gefühlstechnisch tut sich da einiges, wenn ich diese kleine Laus hier ansehe. Wie gefordert mit Verspätung war ich am Dienstag im Krankenhaus. In der Neurologie hat man wohl nicht aufmerksam genug die Befunde aus Fürstenfeld von meinem Aufenthalt gelesen. Stellte sie nämlich heraus, dass ich ja längst auf Pilze getestet worden war. Minimum einmal, zweimal. Es dauerte 2 Stunden, bis man Blut abnehmen konnte, eine Leitung legen, weil man schon davon ausging, mich stationär aufzunehmen. Dann hätte ich nämlich ein intraösophageales Herzultraschall bekommen, um zu gucken, ob sich am Herzen, an den Herzmuskeln etwas festgesetzt hat bei einer übergangenen Grippe oder sonstiges. Also ich stand kurz vor der Aufnahme, aber diese hätte stattgefunden unter der Prämisse, dass ich Entzündungswerte habe, die ich wiederum erwartet hätte, weil meine Blase am Rumzicken ist. Nein, 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 keine Entzündungswerte. Jetzt bekomme ich nächste Woche die Auswertung der genaueren Blutuntersuchungen, ob jetzt ein Schwammerl irgendwo gefunden werden konnte. Dann habe ich mir auf jeden Fall einen Termin beim Internisten in Jennersdorf besorgt für ein normales Herzultraschall. Und am Tag drauf fahre ich nach Graz in die Infektiologie. Und dann wird man weitersehen, was man mit mir macht oder ob ich am Schluss doch beim Psychosomatiker lande oder gleich einem Psychiater zwecks psychogenem Fieber. Das Lustige ist ja, am Wochenende hatte ich wieder 38,2. Montag, Dienstag 36,9. Montag war ich sogar spazieren. Aber als ich Dienstag nach diesem stundenlangen Marathon, der trotz allem lustig war, weil ich ja eine Ironieschleuder bin und scheinbar auch die Leute zu unterhalten vermag. Nächste Aussetzer. Wie ein leer, starrer Blick bis 4 zählen. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Wo war ich jetzt? Dass ich die Leute zu unterhalten vermag. Ja, ich kam nach Hause, fühlte mich scheiße. Tada! 36,9. Das soll's Blödsinn. Tada! 37,9. Und seit gestern habe ich wieder 38,2. Den ganzen Tag. Heute 38,2.
Ich soll ein Fieber-Tagebuch führen, meine Symptome aufschreiben. Was ich vielleicht nicht erwähnt habe, ist, dass ich noch während meines Aufenthaltes im Krankenhaus zuletzt einen Reizhusten bekommen habe. Und seitdem, sobald ich was Warmes trinke, ganz trocken. Es würde der Staub der Jahrhunderte aus mir rausgekrochen kommen. Ich dachte ja, ich würde zum Hypochonder, nachdem ich erfahren hatte, dass die alte Oma die zweite mit Lungenentzündung im Zimmer war und ich sie ständig angefasst hatte, um sie zu trösten, ihr zu helfen. Ganz zu schweigen davon, dass sie mir sagte, boah, kalte Ente, Viren, Tote. Morbus Renault. Ich sag ja, ich bin eine Zombie-Leiche. Ein Zombie-Grufti? Nein. Eine Zombie-Mumie, das war ja der. Und das Hirn setzt wieder aus. Wahrscheinlich tut es dies auch, weil ich bei meiner Ausfahrt gerade eben auf der Rückfahrt 2,6 Hydal und eine Temesta eingeworfen habe, da ich aufgehalten wurde. Mich zu sicher fühlend, jetzt bei meinen Ausfahrten zumindest in diese Richtung keiner Gefahr ausgeliefert zu sein. Und ich kann mich noch nicht entscheiden, ob ich jetzt froh bin, das Gespräch endlich hinter mir zu haben, wieder einmal, oder von Schuldgefühlen zerfressen zu werden, weil ich die ganzen Hilfsangebote, die alle nur so was von lieb gemeint waren, nicht annehme. Vielleicht auch, weil ich nicht fähig bin zu sagen, ehrlich zu sagen, was ich nicht will. Ich hatte doch erst vor kurzem beschlossen, dass das mit der Selbstverletzung die nächste Zeit aufhören muss. Ich möchte kurze Ärmel tragen, um meine schwabbelnden Oberarme spazieren fahren zu können. Und natürlich meine wunderschönen Unterarme. Wollte ich noch was Lustiges erzählen? Bin ich lustig? Habe ich noch eine Anekdote auf Lager? Ja, ich habe 5 Ärzte verschlissen, mehrere Krankenschwestern. Bis man mir nach 2 Stunden endlich Gehör schenkte, ich meine Hände kurz heiß baden konnte. Und siehe da, das Blut sprießte. Und ein ganz neues Gerät wurde an mir ausgetestet. Der heißeste Scheiß, abgedrehteste Spielzeug auf Station, einen Venenviewer. Das beleuchtet dann den Arm mit grünem Licht, wahrscheinlich ist es Laser, und zeigt tatsächlich die Blutgefäße an. Bei allem hat es sie angezeigt, nur bei mir nicht. Ich sage, ich bin offiziell tot. Wieso? Du machst meine Aufnahme kaputt. Oh. Kannst du wieder einbauen. Ich bin ein Wunder der Medizin. Wie kann ich noch laufen? Ich bin eine medizinische Kuriosität, wie ich ohne Venen eigentlich noch am Leben bin. Obwohl die Temperatur meiner Hände nicht nur Omas, sondern sicherlich auch den kleinen Vogel sehr erschreckt, wenn ich ihn in die Hand nehme. Ich hab die Größe gedacht. Ist doch cool, oder? Jetzt wird er auch noch zum Säufer.